Wo wurden Sie eingesetzt und was mussten Sie Ich machen? hatte das Glück, dass ich nicht weit von Dresden entfernt war, in Pirna, die kleine Stadt auf dem Weg nach Prag. Und dort bin ich im November eingerückt. Das war natürlich schon eine enorme Umstellung. Etwas leichter fiel uns hier das Leben in der Kaserne, dadurch, dass wir ja von der 4. bis zur 7. Klasse im Internat hier in Dresden waren, alle. Auch die in Dresden wohnten. Man musste durch das große Pensum beim Kreuzchor als Knabenchorist und bis zur 7. Klasse im Kreuzchor im Internat wohnen. Und also gerade das Anpassen und die Regeln beachten, das war uns ja schon geläufig. Aber es war natürlich schon eine ganz andere Welt von Drill. Und also die ersten Wochen waren schon hart, auch körperlich. Die Übung, ich war in einem Pionierbataillon. Wir sollten so als erste Vorhut den Weg für die Motzschützen ebnen und dann Pioniere, also mit Minen entschärfen und solche Dinge haben wir gelernt. Ich hatte allerdings das Glück, dadurch, dass ich so nah an Dresden stationiert war, dass ich fast jede Woche mal kurz zu Hause sein konnte. Ja, man bekam in der Regel einmal in der Woche Ausgang. Das konnte natürlich auch willkürlich abgeblasen werden, aber das hat also ziemlich gut geklappt.